Ich habe eine solche Geschichte für dich. Pandora. Hier sind wir zu Hause. Aber täusch dich nicht. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenplanet hier. Es heißt, hier geht es wild zu. Gefährlich. Es heißt, nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Dann bin ich vielleicht ein Irrer. Aber lass dich von Pandora nicht täuschen. Es gibt da eine Legende. Viele hier erzählen sie. Die Legende von der Kammer. Mein Vater hat auch immer von der Kammer geredet, sogar noch am Sterbebett. Innovative Alien-Technologie, unermessliche Reichtümer, Ruhm, Macht, Frauen. Da versteht man schon, dass so mancher junge Kerl, der diese Storys hört, vom Kammerfieber gepackt wird. Tja, ich kenne eine Geschichte, die klingt unglaublich, aber sie ist wahr. Die legendäre Kammer existiert wirklich. Und zwar hier, auf Pandora. Und ein Schutzengel ist gekommen, um die Suchenden zur Kammer zu führen. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit den tapferen Abenteuern, dem Schutzengel. Und vor allem mit mir. Es ist ein herrlicher Tag voller Möglichkeiten. Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Du siehst aus wie ein toxikanischer Wrestler, der als Domina arbeitet. Und du, Soldat, sind das Rüstungsteile von den Crimson Lands, die du da anhast? Und was ist mit ihnen, junge Dame? Was haben sie drauf? Vielleicht können sie uns einen schönen Kuchen backen. Und du, Fleischklops da hinten, über dich mache ich mich nicht lustig. Dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Jedenfalls, ich gebe euch allen einen Rat. Hier ist die Luft rau und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, müsst ihr gerüstet sein. Ja, und damit hallo. Klar, man kann sich bei Banditen oder sonst wo eindecken. Aber auf Equipment aus meinen Läden gibt's Garantie. Bloß wenn du stirbst, gibt's kein Geld zurück, weil du dann tot bist. War nur ein Witz. Wozu immer ernst sein? Und falls du nach der Kammer suchst, hast du einen harten Job vor dir. Also nicht knausern. Kauf dir, was du brauchst. Ja, darf ich jetzt? Danke. Herzlich willkommen zu... Hör auf, Markus, ich bin Kaufmann in der 7. Generation und ich bin der Beste. Willst du wissen, wieso? Weil ich hier überlebe, hier in dieser Gegend. Darf ich jetzt bitte
Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 1 auf dem Weg zu Borderlands 3. Ich werde jetzt alle drei Teile, also Borderlands 1, 2, Pre-Sequel, wahrscheinlich Pre-Sequel, vor Borderlands 2, also dazwischen, spielen und hoffe, dass wir bis September hinkommen. Ende September kommt ja Borderlands 3 raus und dann schauen wir mal weiter. Für Borderlands 2 ist ja jetzt auch noch ein kostenloser DLC rausgekommen, den werden wir dann auch noch spielen. Wir können uns einen Charakter auswählen. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, ich glaube, mit dem Soldaten. Ich bin gerne mal mit ihr zu spielen. Mit der Sirene. Ich bin ja auch eine Prinzess. Bleib ganz ruhig. Ich bin total ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Steig aus. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Tja, hier wären wir. Brauchst du mich groß zu verabschieden? Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Ein bisschen höflicher wäre ganz schön. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt alle drei Teile spielen. Ich hoffe, ich komme bis zum Release von Borderlands 3 hin. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen im Livestream spielen. Tschüss. Okay, Grafiken. Wir spielen die Game of the Year Enhanced Edition, die im April rausgekommen ist. Willkommen in Firestone. Ich bin CLP for PTP. Du kannst mich aber wie alle hier klappen. Hallo, Claptap. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Door Corporation. Musst du mir auch geben. Danke. Ja, wie gesagt, wir spielen die Game of the Year Enhanced Edition. Das heißt, Grafik überarbeitet, Gameplay ein bisschen überarbeitet. Verschiedene Sachen überarbeitet. Ja, warum nicht? Kann man machen. Minimap gab es vorher auch nicht im ersten Teil. Was ist das? Oh, ich habe rausgetappt. Verwende WSD, um dich umzusehen. Waffen, was haben wir denn so als Waffen? Rucksack. Da sind zwei Waffen, die wir jetzt schon im Inventar haben. Das wird lustig werden. So, wir haben natürlich hier wohl Name. Natürlich Prinzess Sasa. Wir haben natürlich hier noch ein paar Köpfe. Macaroni-Chick. Ja, komm. Skillpunkte? Ich habe keine Skillpunkte. Gefällt dir mein Hut? Die Registrierung deiner DLS bietet dir den besten Schutz vor einem grauenhaften Tod und vor Verstümmelung. Falls ein bedauerlicher tödlicher Unfall passiert, erscheint ein neues Du an der nächsten Station. Wir können jetzt in das friedvolle Städtchen Firestone. Ich bezweifle, dass das so friedfertig hier ist. Kann sein, dass die Maus jetzt noch ein bisschen runterdrehen muss. So friedfertig ist das nicht. Guck mal hier. Was auch neu ist, dass... Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen
Aus Kisten nicht, aber wenn du... Das müssen wir aussprechen jetzt. Waffen, Munition und sowas. Also Munition wird jetzt automatisch irgendwie aufgenommen. Feuere mit Maus. Ich weiß, wo ich meine... Ich muss die Maus jetzt unbedingt verändern. Genau. Früher musste man die Munition immer irgendwie einzeln aufsammeln. Außer aus Kisten. Jetzt geht das irgendwie automatisch. Ja, wir gucken mal. Lass uns mal überraschen. Ich muss die Maus-Sense verändern. Das ist ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Maustastatur. Horizontale Empfindlichkeit. Erstmal vertikale. Enter auswählen. Ist jetzt gespeichert? Ja. Guck mal. Cool. So nimmt er das Geld nicht automatisch aus, nur wenn das von Gegnern getrocknet ist. Aha. Ja, genau, seht ihr. Ja, machen wir gleich. Aber war Munition. Die Box wartet darauf, geöffnet zu werden. Ach, Claptrap. Nervensäge. Wenn du Waffen kannst wechseln, nimm du auf den Maus, dann halt die E gedrückt werden, um alle umliegende gleichzeitig. Okay. Bam, 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 bam. Wo machen wir denn das Gate auf? Diese Steuerung scheint beschädigt zu sein. Aber keine Angst, ich stoppe das schon. Das funktioniert nicht. Und du? Schnell, hier entlang. Drücke C, um in die Hocke zu gehen und C wieder aufzustellen, okay. Ich werde mich niemals wieder hinhocken. Könnt ihr wissen. Das ist unter meiner Würde. Ich bin eine Sirene. Hui, das kann man machen. Ah, da ist noch jemand. Aha. Der ist ja explodiert, ey. Guck mal, große Kiste. Mit nur Muni drin, so langweilig. Ich hoffe, wir kommen tatsächlich so hin mit allen Teilen. Bist du eben im Level aufgestiegen und reichen als nächstes erhöht sich die Menge an Gesundheit in deine Stahl. Okay. Hä? Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Die Richtige. Ich melde mich nicht der Richtige.
Kostet dich eine, du kannst nicht zurückgehen, mir bist du sicher, dass du eine Gold. Ja, klar. Wir haben ja so viel goldene Schlüssel. Was gibt's hier noch Schönes? Beruhig dich. Lass eine Kiste nehmen. Wir haben auch irgendwie noch 25 goldene Schlüssel bekommen und ich habe eh noch so viele, weil ich noch nie Kisten aufgemacht habe. Ich bin hier drüben. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich habe echt gedacht, jetzt ist alles ab. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Der Doktor ist da. Oh, Ender, nehmen wir natürlich mal. Ich wollte die Waffe mal ausprobieren, aber... Das ist nicht so mein Ding. Hast du eine Mission ausgewählt? Siehst du ein neues Icon auf dem Display? Okay. Wie gesagt, die Minimap oben, bei früher gab es oben nur den Kompass, der Wegpunkt hat deswegen, das haben sie noch nicht geändert hier, deswegen steht der Kompass, die Minimap da oben ist nämlich neu. Gab es früher noch nicht. Dr. Seth! Danke fürs Aufmachen. Ich heiße Zed. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe, aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke. Die Kammer ist ein Mythos. Die werden sich den Tod holen. Das sollte es gewesen sein. Okay. Hallo? Soll ich noch mit dir reden, oder was? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit meiner Kugel im Leib ist dir das egal. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin. Ich bin hier drüben. Du weißt, was das hätten wir. Bitte folge mir, ich öffne das Gate für dich. Das ist aber nett. Clap-tap. Nervensäge. 74 Schlüssel haben wir. Immer die gleichen Waffen drin? Ist da immer die gleichen Waffen drin? Es sind immer die gleichen Waffen drin. Na ja, gut, die kann man verkaufen. Was seltsam. Ich bin ja schon da. Reg dich nicht auf. Aua. Aha. Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Die Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Ich kann ja mal gegentreten. Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Der arme kleine Roboter. Wir helfen da dem armen kleinen Roboter. Meine Servos. Yay! Nicht mal Geld dafür bekommen, nur XP. Aha.
zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. So, wir müssen 5 Skeks töten. Da sind sie. Yay! Level aufgestiegen. Ja, ich muss noch ein bisschen reinkommen ins Spiel, aber wie gesagt, ich denke, ich werde das auch in den nächsten Tagen ein bisschen streamen und dann die Folgen einfach aus dem Stream dann bei YouTube veröffentlichen. Ruf mich. So. Die Skeks waren scheinbar kein Problem für dich. Du weißt, wie man mit einer Kanone umgeht. Das ist gut, wirklich gut. Du wirst es auch brauchen, denn ich habe eine weitere Aufgabe, die ich dir gerne übertragen würde. Ja, das sollte es gewesen sein. Wie kommen wir denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Aber. Warte mal, da lang. Den da. Ja, das sieht gut aus. Das sieht mega gut aus. Ja. Ach, Kiste. Ja, ich bin so klug und da ist leider nur Munition drin. Kann ich denn hier auch schon ein paar Sachen verkaufen? Was kann ich für dich tun? Du weißt, was du wissen musst. Es ist noch nicht offen hier. Das ist noch nicht offen. So, dann müssen wir jetzt besorgen. Medi-Automat, okay, Schild, okay. Was kriegen wir hin? Er macht hier ein bisschen Beatbox. Halte Tab gedrückt, um deine Musik verschieden zu sein, also wie deine Wegpunkte findest du in deinem Echo, indem du auf Tab drückst. Ja, aber ich habe ja die Minimap. Wie gesagt, die gab es im Originalteil nicht. Okay, man muss nicht gedrückt halten, um zu rennen. No Scope! Bin der Mega-Killer. Gibt's hier noch was Schönes? Okay, und wenn du kurz anhältst, alles klar, gut zu wissen. Ich hätte ja lieber, dass es nicht dauerhaft gedrückt ist, sondern dass ich das drücken muss, aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Ich will aber alles haben. So, wir müssen Medi-Automat reparieren und dann müssen wir ein Schild kaufen. Warum habe ich kein... Ach so, deshalb. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. Da ist die gleichen Schilder, der. Kann ich denn auch was verkaufen? Guck mal. So, tut dein Gesicht weh? Es bringt mich um. Du kannst mich setzen. Mach ich gerne. Und ich habe ein Schild. Danke. Du solltest die Maschine benutzen. Das war laut im Hintergrund. Jetzt hast du ein Schild. Verursachter Schaden wird zunächst durch ihn abgewendet. Hat er dich aufgefordert, dann für kurze Halte nach. Okay. Hoffen, dass du nicht mehr brauchst und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Okay. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Blatt. Nein, Toast, Blick drüben. Okay, wir sollen Nein, Toast töten. Ja, die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier.
Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. Das sollten wir hinkriegen. Ach, ich freue mich schon. So, Schild bräuchte man natürlich noch was Besseres, aber das können wir im Laufe des Spiels kriegen. Das ist ja so am Anfang hier noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Relativ wenig Munition für die Waffe. Seid alle ganz schön aggro drauf, wisst ihr das? Nächstes Level! Glaube ich nicht. Der erste Teil ist ja jetzt nicht so wirklich der große Durchbruch gewesen. Der zweite Teil ist da wesentlich besser. Wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe es, alle Teile zu spielen. Vielleicht schließt sich ja dann nochmal jemand an. I don't know. Dum, dum, dum. Sirene Skills. Ich habe noch keine... Noch keine Punkte. Achso, ich habe jetzt schon alle hier getötet, oder was? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich bin mal auf die Fähigkeit von ihr gespannt, dieses Facewalk. Kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen. Shotgun, da habe ich aber auch nur 6 Schuss für. Ja, die Waffe macht schon am meisten Spaß hier. Was willst du? Sei mal nicht so böse, so negativ. Gut gemacht, mein Freund. Hier ist die Belohnung für deine, für die Kerle. Wenn er begreift, dass wir in seinen Augen bereiten, werden wir schon den nächsten. So, wir sollen TK Baha treffen. Du hast, was du brauchst, also verschwinde. Okay. Hallo, Claptrap. Was sind eigentlich diese Sterne-Übergang? Ah, das sind Übergänge zu anderen Levels, oder was, diese Sterne? Kartenausgang. Ah, okay. Ja, ich finde das mit der Minimap um sehr angenehm. Da sind wir. Oh, der Kleine. Da ist noch einer. Da war noch einer. Oh, jetzt geht mein einer Monitor hier aus, aber das ist egal. Es ist krass. Woche am Sonntag waren es hier 37 Grad und heute sitze ich hier mit Pullover, weil ich friere. Ey, das ist so ein riesen Unterschied. Hallo. TK Baha. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Nicht lustig.
Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Fehlt ein Bein. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Sprich mit dir auf diesem Farm. Yay! So, beschaffe die gestohlenen Vorräte und kehre zu TK zurück. Alles klar. Da müssen wir hin. Okay, wir sehen uns dann. Das kann man auch super ohne Visier spielen, stelle ich gerade fest. Da ist wieder eine Höhle. Ah, das sind wir. Die Shotgun ist scheiße. Die macht ja kaum Damage. Wollt ihr aber mal ausprobieren. Ich würde ja gerne mehr mit dem Revolver spielen, aber wir haben da nur sehr wenig Munition für. Yay! Riecht nach Außenweltler. Wow, das klang verdammt gut. Zu Boden gehen, das sind Musik für meine Ohren. Hast du meine Vorräte dabei? Danke, Fremder. Du suchst also 9100. Den findest du drüben im Skag-Gully. Tja, du hast mir mein Skag-Problem geholfen, also helfe ich dir bei deinem 9000-Problem. Hast du Granaten? Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzubauen. Schön. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Okay, die sind von der Stufe schon ein bisschen höher, die gehen nicht sofort down. Da ist noch irgendwo einer. Oder doch, sie gehen sofort down. Muss ich wahrscheinlich noch richtig treffen. Also die Waffe ist aber als Anfangswaffe gar nicht so verkehrt. Das ist auch so ein neues Ding, dass du irgendwie zwei Elite, zwei legendäre Waffen bekommst, wenn du neuen Charakter erstellst. Also einer. Was sind die neu gespawnt? Spawnt die da hinten ständig neu? Weiß nicht, was seine... Was machst
denn da los? Was ist denn denen ihre Mission? Gut ist, es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal Borderlands 1 gespielt habe, dass ich mich an die meisten Sachen gar nicht mehr erinnern kann. So. Wir sollen eine Granate kaufen, ne? Oder? Granaten gekauft. Was sind denn Granaten? Raketen? Shotgun, SMG, Sniper? Hä? Hier? Billig, verlässlich, leicht und unglaublich schnell nachzuladen. Senior ist eine einfach zu bedienende Waffe. Du weißt nicht, wen du trauen kannst. Auf jeden Fall der Waffe in deiner Hand. Raketen? Shotgun? Granaten. Achso, da hab ich. Wo muss man jetzt hin? Du hast jetzt eine Granate! Drücke G, um Granaten zu werfen. Okay, Granate gekauft. Abliefern. Krass, die haben in den Visieren. Seht ihr das? Das ist ja geil. Du siehst in den Visieren schon mal. Alter, das ist ja schön gemacht. Es ist ziemlich schwierig, sowas zu machen. Auch in Spiele bei Rennsimulationen im Rückspiegel zu simulieren, die ganze Zeit. Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Yay! Nein, Toast, leg ihn um. Sehr, sehr gerne. Er nervt mich nämlich. Okay, wir sehen uns dann. Du darfst es nicht, oder? Naja, ist ja auch egal. Komm einfach wieder her. Ich hab's echt nicht gerafft. Ich hab's aber echt nicht gerafft. Ist der blind? Wie ist der beeindruckende Nahkampfangriff? Aggressiv, die Viecher. Boah, ich hab schon diese scheiß Fliege. Ich hab seit Tagen hier eine scheiß Fliege im Zimmer. Feiern so wohl! Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Wurm. Gut, aber bevor wir da. Wird Zeit, dass Ninetoes auch so ein Ding ab. Wird da. Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Echo-System. Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegt hast. Mach mal. Aber bevor wir das machen, machen wir Feierabend. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt ganz entspannt. Wir müssen ein bisschen reinkommen wieder ins Spiel. Aber morgen geht's weiter. Gibt's eine neue Folge. Wie gesagt, ich werde die Tage auch mal ein bisschen streamen. Werde das dann auch als Folgen verwenden. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.